Mein erstes Mal in 10 Schuhen unterwegs. Barfußschuhe sind voll im Trend. Und der Gesundheitsfaktor liegt auf der Hand. Oder besser gesagt, der Schuhsohle. Feedback. Direkte Wahrnehmung und Weiterleitung von Reizen an das Gehirn. Durchblutung. Mehr aktive Beteiligung der Fußmuskulatur. Knochen. Kräftigung und Aufbau der Knochenstruktur im Fuß- und Beinbereich. Kräftigung. Die Fußmuskulatur wird gestärkt. Reflexe. Der Untergrund wird aktiv wahrgenommen. Der Greifreflex wird reaktiviert. Sinne. Natürliche Eigenschaften können ausgelebt werden. Venenklappen. Durch bessere Durchblutung werden die Venenklappen gefordert und trainiert. Zehenstand. Durch Aufspreizung können sich die Zehen frei bewegen. Gymnastik. Das Fußgewölbe wird gekräftigt und stabilisiert. Körperhaltung. Bessere Haltung durch Aufrichtung, weil das Körpergewicht mehr auf den Vorfuß verlagert wird. Training. Alltägliche Tätigkeiten bekommen Trainingseffekt. Könnt ihr euch vorstellen, Zehen- oder Barfußschuhe in der Freizeit oder im Alltag zu nutzen? Sind Zehenschuhe sogar wander- und sporttauglich? Kommentiert gerne eure Meinung und oder eure Erfahrungen.